What is your name? Charles Grinin. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You may sit down if you wish. Now, Dr. Sandler. Herr Zeuge. Sie waren zuletzt Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, ist das richtig? Jawohl. Waren Sie in dieser Eigenschaft zugleich auch ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Auslandsinstituts? Jawohl. In der Anklage heißt es, Ribbentrop benutzte seine Stellungen, seinen persönlichen Einfluss und seine vertraute Beziehung zum Führer derart, dass er in Verletzung internationaler Abkommen und Verträge sich an der Planung und Vorbereitung von Angriffskriegen beteiligte und die außenpolitischen Pläne Hitlers ausführte. Ribbentrop war zwischen 1932 und 1945 außenpolitischer Berater des Führers, Vertreter der NSDAP in auswärtigen Angelegenheiten, besonderer deutscher Delegierter für Abrüstungsfragen, außerordentlicher Botschafter, Botschafter in London, Organisator und Leiter der Dienststelle Ribbentrop, Reichsminister für auswärtige Angelegenheiten. Will you say your full name? Joachim von Ribbentrop. Am 28. März 1946 wird Joachim von Ribbentrop vereidigt. Der Auftritt von Ribbentrop ist verschoben worden, da er angeblich unter Sprachstörungen leidet. Sein Verteidiger hat 9 Dokumentenbücher mit 300 Schriftsätzen eingereicht und 3 Zeugen benannt. Die Privatsekretärin Margarete Blank, den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Freiherr von Steengracht und den Botschafter Schmidt. Ribbentrop berichtet über seine erste Begegnung mit Hitler. Ich stamme aus einer alten Soldatenfamilie. Ich habe Tante in Berlin ungefähr seit dem Jahre 30/31, den Grafen Heldorf, dessen Name als Nationalsozialist bekannt ist. Er war mit mir Regimentskamerad in meiner Schwadron und hat 4 Jahre Krieg mit mir zusammen erlebt. Durch ihn bin ich dann mit dem Nationalsozialismus in Berlin zum ersten Mal zusammengekommen. Und ich hatte ihn damals gebeten, mir eine Besprechung mit Hitler zu vermitteln. I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down, if you wish. Das Vertrauen des Führers zu genießen, war für ihn größte Genugtuung. Und dieses Vertrauen durch Haltung und Leistung zu rechtfertigen, war sein größtes Ziel, dem er sich mit restloser Hingabe widmete. Um dieses Ziel zu erreichen, war ihm kein Einsatz zu groß. Gegen sich selbst war er in der Durchführung der ihm vom Führer gestellten Aufgaben absolut rücksichts- und schonungslos. Seinen Untergebenen gegenüber sprach er von Adolf Hitler nur in Form größter Bewunderung. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, dass Ribbentrop mehrmals seinen Rücktritt angeboten hat? Ja. Es ist dies mehrmals der Fall gewesen. Allerdings pflegte Herr von Ribbentrop über derartige, allerpersönlichste Angelegenheiten mit seinen Untergebenen nicht zu sprechen. Ich erinnere mich im Einzelnen nur noch an das Rücktrittsgesuch aus dem Jahre 1941. War Ribbentrop mehr ein in sich gekehrter und abgeschlossen lebender Mensch oder nicht? Ja,
Obwohl ich 10 Jahre seine persönliche Sekretärin war, habe ich es selten oder nie erlebt, dass er wirklich aus sich heraustrat. Seine Arbeit, der er sich restlos verschrieben hatte, füllte ihn zeitlich und gedanklich so restlos aus, dass für private Dinge gar kein Raum blieb. Über Auslandsaktivitäten anderer Organisationen berichtet Freiherr von Steengracht. Es gab praktisch kaum eine Dienststelle der Partei oder ihrer Gliederungen, die ab 1933 keine außenpolitischen Ambitionen gehabt hätte. Jede dieser Dienststellen hatte eine Art Außenbüro, über das sie Beziehungen mit dem Ausland aufzunehmen und sich dadurch eigene außenpolitische Kanäle zu erschließen suchten. Ich schätze die Zahl auf etwa 30, zum Beispiel die HJ, die SA, die Deutsche Arbeitsfront, die SS, die Dienststelle Rosenberg mit außenpolitischem Amt. Der Gesandte und Dolmetscher Schmidt, der im Nürnberger Gerichtsgefängnis sitzt, berichtet über das letzte Gespräch mit dem englischen Botschafter Henderson vom 30. August 1939. Ribbentrop und sein Verteidiger beraten, wie sie aufgrund des Beschlusses des Gerichts, den Friedensvertrag von Versailles nicht erwähnen zu dürfen, reagieren sollen. Generalfeldmarschall Keitel wird als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht mitverantwortlich für alle unter den 4 Anklagepunkten angeführten Verbrechen gemacht. Ihm wird besonders vorgeworfen, in blindem Gehorsam Befehle ausgeführt oder weitergegeben zu haben, die mit menschlichem Gewissen nicht vereinbar sind. Wilhelm Keitel war Berufsoffizier und war seit dem Sturz seines Freundes Werner von Blomberg 1938 Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Damit wurde er zu Hitlers engstem militärischen Berater. Treu ergeben führte er, auch gegen seine Bedenken, Hitlers Befehle aus. Als ranghöchster Soldat unterzeichnete Keitel nach dem Zusammenbruch am 8. Mai 1945 in Karlshorst die bedingungslose Kapitulation. Wilhelm Keitel. Im Winter 39-40 war es wohl das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz bekommen. Andere deutsche Kriegsauszeichnungen habe ich nicht erhalten. Ich hatte 3 Söhne, die während dieses Krieges alle 3 als Offiziere an der Front gestanden haben. Der Jüngste ist 1941 in Russland gefallen. Der Zweite als Major in Russland verschollen. Und der älteste Sohn als Major in Kriegsgefangenschaft. Welche Grundeinstellung hatten Sie als Soldat, Offizier und General zu den Problemen, mit denen Sie in Ihrem Beruf zu tun hatten? Ich war Soldat, ich kann sagen, aus Neigung und aus Überzeugung. Wann begann Ihre Zusammenarbeit mit Hitler? Genau an dem Tage, an dem ich in diese Stellung berufen wurde, am 4. Februar 1938. Sie werden wohl nicht abstreiten, dass Sie aufgrund Ihrer militärischen Erfahrungen für Hitler ein wichtiger Berater waren. Ich habe zu seiner engsten militärischen Umgebung gehört. Ich muss dazu eine Erklärung geben, in welchem für den Laien und für den Berufsoffizier
fast unvorstellbaren Form Hitler, Generalstabswerke, Militärliteratur, taktische, operative und strategische Studien studiert hat und ein Wissen auf militärischem Gebiet besessen hat, das nur als staunenswert bezeichnet werden kann. Daher für uns die Vorstellung, das kann nur ein Genie. Stimmen Sie zu, dass General von Graevenitz widersprach? Er sagte, dass Flucht kein ehrloses Vergehen sei und das sei in der Genfer Konvention auch so festgelegt. Das war mir klar und das hat er auch wohl gesagt. Das glaube ich, dass er das getan hat. General Westhoff sagt, der Feldmarschall gab uns genaue Anweisungen, in den Lagern eine Liste mit den Namen der Erschossenen zur Abschreckung zu veröffentlichen. Und das geschah. Dass dieses Dokument in 23 Punkten nicht mit dem übereinstimmt, was General Westhoff ausgesagt hat. Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass das Kreuzverhör vollkommen in Ordnung ist. Natürlich wird Dr. Nelte, wenn er General Westhoff als Zeugen aufruft, von ihm sämtliche Berichtigungen erhalten, die General Westhoff bezüglich des Affidavits, das er abgegeben hat, für notwendig hält. Hat Hitler damals auch davon gesprochen, dass man es zur Erreichung dieser außenpolitischen Ziele auch auf einen neuen Krieg ankommen lassen müsse? Ja, aber nötigenfalls auch auf einen Präventivkrieg. Von einem Krieg ist meines Wissens, meiner Erinnerung nach, nicht die Rede gewesen, keinesfalls aber von einem Präventivkrieg oder Angriffskrieg. Hat Hitler in der darauffolgenden Zeit in Kabinettssitzungen oder bei anderen Zusammenkünften aller oder zahlreicher Minister einen Gesamtplan zur Erreichung seiner außenpolitischen Ziele dargelegt? Wie er nach meinem Empfinden nach überhaupt Gesamtpläne, die auf eine weite Zeit hinausgingen, nie eingehend besprochen und erörtert hat.